Wir sind hier im Pro-Shop Uster mit dem ehemaligen Veloprofi Franco Marvulli. Es ist wieder Frühling, man holt das Velo aus dem Keller raus. Das ist immer die grosse Frage, wie macht man das jetzt fit für den Frühling? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist die ich immer gemacht habe. Also immer einen Profi gehen, also einen Mechanberg schauen, dass das Velo im Schuss kommt. Oder man macht es selber. Ganz wichtig, auf ein paar Punkte muss man wirklich gut schauen. Das geht um Sicherheit. Das eine ist Bremsen. Also bremsen das Velo noch richtig und sind die Bremsbeläge auch noch in Ordnung. Das zweite ist sicher Kette. Das ist ein Abnutzungsgegenstand, also ist die Kette noch gut. Oder holpert sie. Das dritte funktioniert Gangschaltung gut. Es gibt nichts Schöneres, wie ein Velo funktioniert, wenn man gefahren ist. Dann sicher die Beläge von der Reifen. Die schnell kontrolliert, die gut sind. Und am Schluss noch einmal durchgehen. Alle Schräubchen kurz nachziehen oder anziehen, zum schauen, ob es nicht lottert. Und dann steht einer wunderschönen Frühlingsfahrt nicht mehr im Weg. Das sind meine Tipps, um euer Velo Frühling fit zu machen. Und Lenny, jetzt bist du dran. Ja, ich muss das Velo aus dem Keller holen, aber merci mal für die Tipps. Ich werde sie beherzigen. Und das wäre es aus dem Pro-Shop Uster. Ja.